So, was hat das jetzt gebracht? Nun, wir haben Salias Lied erlernt. Und was wäre jetzt eben besser geeignet, um den griesgrämigen Goronen, König, weil nein, das griesgrämige Goronenoberhaupt irgendwie zum, ja, zu einer freundlichen Regung zu zwingen, irgendwie, der Satz macht wieder keinen Sinn, so wie ich ihn angefangen habe. Okay, ja, wir spielen einfach das Lied, wird besser sein. Nein, falsch. Nochmal. Zack, zack, zack. Nein. Ach Mann. Komm. Nein. Oh Mann. Ganz langsam jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Runter rechts, links. Runter rechts, links. Es geht doch. Yeah. Genau. Wie wir sehen, Darunia geht mördermäßig ab bei diesem Lied. Man kann es ihm nicht verdenken, weil das Lied ist wirklich in der Tat sehr schön. Oh. Wow. Das groovt. Yeah. Ein heißer Beat. Groovy. Let's dance. Dum, dum, dum. Copyright bei RTL? Nein. Wow, cooler Sound. Nein, was für eine Stimme hat der Grund nochmal? Moment. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronenopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Stein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit Ahim. Ja, aus der Erde rupfen, was auch immer. Das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stell dich da vorne, nimm sie mit A auf. Wunderbar, danke. Aus der Reihen, Darunia. Jetzt haben wir das Goronenarmband und lesen nochmal, was auf dem Teppich da steht. Nein, steht gar nichts auf dem Teppich. Ist einfach eine Bemerkung. Egal. So, ja. Jetzt haben wir jedenfalls einen sehr wichtigen Gegenstand bekommen. Das Goronenarmband. Und wir werden dieses Goronenarmband wie ein Schatz üben. Und wir werden vor allem jetzt... Also nebenbei können wir jetzt, ja, wir können Donnerblumen heben und wir können dann Explosionen verursachen. Boom, boom, boom. So, das Spiel wirklich schon so lange, ich merke das. Deswegen mache ich auch jetzt gleich schon mal eine Pause, damit ihr euch mal seelisch und moralisch schon mal darauf vorbereiten könnt. Sage ich das jetzt einfach schon mal an. Nämlich, sobald wir den Dungeon betreten haben, den nächsten Dungeon, der unheimlich schwer wird, mit nur 3 Herzcontainern. Oh ja, aha. Ich glaube schon. Gut, egal. So, Gebirgsfahrt. Aber erst einmal müssen wir ja irgendwie in diesen Dungeon hinein. Und wie wir vorhin gesehen haben, also da steht so ein großer Felsen davor. Also das ist diese Höhle da, die wir vorhin gesehen haben. Und ja. Ich stehe hier, um den Donnerblumen-Schatten zu spenden. Möchtest du mich etwas fragen? Nein, eigentlich gar nichts. Ist ja auf deinem Weg hierher, bla bla bla. So. Denn wir nehmen jetzt einfach so eine Donnerblume und schmeißen die mal runter und gucken, was passiert. Hoffentlich steht da keiner. Nein, da steht keiner. So. Oh mein Gott! 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 Nein, wir springen hier nicht runter. Ist mir dann doch jetzt doch irgendwie zu heikel. Weil, ja, ich muss auf mein Herzchen achten. Wie gesagt, ich springe da nicht runter, genau, springe ich hier runter. Oh Gott. So, ich muss ja ein bisschen auf mein Herzchen achten. Wie gesagt, also der Dungeon sollte jetzt eigentlich auch mit 3 Herzcontainern nicht so große Probleme verursachen.
Aber okay, wir werden es sehen. Ich lasse mich gerne da überraschen und vielleicht unter Umständen auch eines Besseren belehren. Was soll's? Wir gehen dort jedenfalls jetzt hinein und massakrieren gleich so ein paar kleine Dodongos. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt, Hering spielt Ocarina of Time auf seine ganz eigene fischige Art und Weise und ihr schaut es euch aus irgendeinem Grund einfach mal so an.